Okay. Yo. Mike, bitte ein bisschen lauter. Yo. Ihr rappt um Kohle zu sehen, lobt das System für ein hohes Budget, doch werdet nun ohne Problem vom Globus gefickt. Wir bringen Tote zum Leben und noble Mädchen ins rote Milieu. Bald bringt unser Bonus-EP den Boden zum Beben. Hier gibt's Schurken vor Logik und Themen und kein niveauloses, hohles Benehmen. Bald wird etwas Großes geschehen, wir besteigen den Thron, weil keine Bedrohung besteht. Die glorreichen Zweimeister letztendlich ihren bedrohlichen Weg. Wir sind bereit, oben zu stehen, nicht wie ihr für Glory und Fame, sondern um auf großen Tourneen die Menge Toten zu sehen. Ich hab viel Scheiß auf Drogen erlebt, durch viele verlorene Seelen, doch hab mein Ziel vor Augen und bin bereit, dem Tod zu begegnen. Ich lebe Rap und meister mein Leben. Der tägliche Dreck, den ich sehe, hinterlässt geistige Schäden. Ich dreh mich nicht weg und halte dagegen, anstatt zu denken, es hätte eh keinen Zweck, sich mit Gewalt zu wehren. Kreaturen, wir sind rappende Geisterwesen, die mit überlegten Sätzen in Erscheinung treten, entgeht dem Stress, befreit eure Seelen und lauscht gebeten Texten von diesen zwei Interpreten. Yes, wir können alles frei entscheiden. Wir können es mit jedem Vibe und frei treiben. Wir können unsere Laien zeigen, es aus dem weisen Geist schreiben. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Wir bringen Parts auch auf Melodien von Franz Josef Strauß. Du bist aufgeregt, als wenn du im Supermarkt Kondome kaufst. Kommt CDN an Z, dann sperrt die Ohren auf. Rap im Drogenrausch, wir setzen Sampern die Krone auf. Bist du ein Künstler, kannst du alles frei entscheiden. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Jedem das Sein, über Geschmack lässt sich streiten. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Wir brauchen uns nicht auf einen Style zu versteifen. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Wir sind das perfekte Team aus dem Westen Berlins und brennt wie Benzin, bring euch Rap mit besseren Beats. Rest in Peace. Denn von euch sind wir restlos bedient. Wir ändern uns nie und offenbaren euch unsere Enzyklopädie. Alles wird gut, denn jetzt brodet das Blut. Es geht voran, wir bleiben frei und schreiben ohne Tabu. Kunstfreiheit! Ja, und keiner kann sie uns nehmen, denn unser Verstand handelt extrem, um alles zu geben. Ich sag, was ich denk, weil kaum jemand die Wahrheit noch kennt. Zu viele sind damit beschäftigt, ihren Rasen zu sprengen. Wie lang könnt ihr den Wahnsinn verdrängen? Ihr glaubt, dass man durch Gaspedal bremst und dass euch irgendwann jemand mit Bargeld beschenkt. What? Denkt, was ihr wollt, aber lasst uns zufrieden, denn wir sind frei in der Kunst und haben uns für das hier entschieden. Die Angst zu besiegen, weiterzumachen und das alles aus Liebe bis zum Sieg, um uns Freiheit zu schaffen. 360 Grad, Teil 2 ist endlich am Start und jeder kennt ihn bald, deutschlandweit, wie Stefan Raab, es ist wahr. Wir liefern neuen Stoff für dein Bassverstärker. Wir landen einen Hammer nach dem anderen wie Hammerwerfer. Wir liefern dir Bilder vor Augen wie Schattenspiele. Kinder der Großstadt, groß geworden zwischen Hass und Liebe. Immer auf der Suche nach der beruflichen Alternative. Ausgerichtet auf Musik wie eine Mandoline. Ich lernte schon in frühen Jahren niemals aufzugeben und nicht mein Leben zu verträumen, sondern meinen Traum zu leben. Ich brauch mich nicht durch Kontroversität herauszuheben, weil Kreaturen auch bei Dunkelheit Aufsehen erregen. Bist du ein Künstler, kannst du alles frei entscheiden. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Jedem das Sein, über Geschmack lässt sich streiten. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Wir brauchen uns nicht auf einen Style zu versteifen. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Bist du ein Künstler, kannst du alles frei entscheiden. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Jedem das Sein, über Geschmack lässt sich streiten. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Wir brauchen uns nicht auf einen Style zu versteifen. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben. Mischt euch nicht in unsere Angelegenheiten. Kunstfreiheit wird immer Kunstfreiheit bleiben.